Willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Es jetzt verschiedene Optionen heute gibt. Wir könnten einmal nach Hofna reiten und berichten vom Pfarrer. Wir haben die Möglichkeit, hier unten den Apfelschimmel zu holen und das Rennen anzugehen. Oder das Banditenlager uns vorzuknüpfen. Und dann würde ich sagen Irona und dann Thalenberg. Also das wäre so der große Plan, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Das wird lustig, dann komme ich ja so ziemlich im Dunkeln an. Man muss sich jeden Kampf machen. Zumal es dann hier hinten raus zu spät wird, ne? Na, stimmt ja, ich muss hier da unten Bescheid sagen. Der sitzt immer noch hier. Beste Grüße. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Wirklich? Wunderbar. Wer ist es? Ich habe den Skalitzer Pfarrer gefunden. Zum Angriffszeitpunkt war er zur Beichte in Sasau und dort ist er geblieben. Ah, nun, Hauptsache, du hast ihn gefunden. Du wirst sehen, wenn der Pfarrer wieder da ist, kehren auch die Leute zurück. Ich hoffe es. Ich habe für den Pfarrer ein paar Münzen gesammelt. Du solltest etwas davon haben. Schließlich hast du ihn zurückgebracht. Danke. Dazu sage ich nicht nein. Gern geschehen. Zumal ich vorab Hauptsache, habe. Wir haben wieder einen Gottesmann unter uns. Nun, dann leb wohl. Ich hoffe, er taucht bald hier auf. Lasst ihn nur nicht wieder gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Gute Reise, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Auf bald. Na, siehst du, 250 Groschen. Dann hat sich doch meine Investition gelohnt. So, jetzt müsste ich mal so langsam, aber sicher. Ja, so langsam, aber sicher hier mal angehen. So, dann nehmen wir hier das hier. Ist doch perfekt hier. Thalenberg muss sich eh angehen. Dann können wir notfalls auch noch mal schlafen, wobei eigentlich das Banditenlager bei Nacht besser zum Ausspielen wäre, aber dann reite ich rein wahrscheinlich.
Gelobt sei Jesus Christus. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit, sehr gut. Es gibt Berichte, wonach Leute am Bach von Talmberg Richtung Uschitze überfallen wurden. Könnte sich lohnen, der Sache auf den Grund zu gehen. Alles klar, ich sehe mir das an. Ich habe Trophäen. Zeig her. So viele. Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Tja. Läuft, ne? Guck mal, hier könnt ihr auch noch Kuman töten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei Tag ist es erstmal einfacher und dann notfalls in der Nacht wiederkommen. So, dann würde ich sagen, warte ich erstmal, bis der Komfort abgedeckt ist. Und dann geht's weiter. So, und dann wird's hier vor allen Dingen hell, also der Komfort abgedeckt ist. Der ist immer bei 50%, bis die Nacht soweit vorbei ist. Das hier sieht immer noch geil aus. Ich bin noch 80 Prozentpunkte satt. Ich brauche eigentlich gar nichts zu essen im Moment. Okay, die Herrin Stefanie. Na komm, ich will ja nichts klauen.
dann gehen wir mal auf Spurensuche. Weil ich auch eigentlich erst das Banditenlager suchen könnte. Komm her, ich schalte mal schon mal den Controller ein. Waffen. Gehen wir schon mal auf die Spitzpfeile und dann sonst hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Am günstigsten schaltet man die Kuman natürlich mit dem Bogen aus. Das Turnier gewinne ich, wenn ich kann, ja. Das ist vielleicht schon das Banditenlager. Nem látok, megjött a mulatság. Nem hiszem el! Emberek, vigyázzat! Das sieht mir nach dem Anführer aus. Oh Mann, das muss ich unbedingt abstellen, wenn ich das Lager auskundschafte. Thank you.
Das ist halt eben das Problem. Wie mein Vater schon sagte, was nützt dir es, der beste Kämpfer zu sein, wenn ein Pfeil sofort kurzen Prozess mit dir macht? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Hier, Beifuß. So, jetzt muss ich mal dafür sorgen, dass der Hund in meiner Nähe bleibt. Sonst habe ich nachher beim Erkunden Riesenprobleme, ne? Oh, und das hasse ich so. Warum kann Heinrich keine schweren Schlösser knacken? Vorher braucht man eigentlich diese ganzen Lager nicht machen. Die finde ich doch nie wieder. Schön. Uschitz hat leider keinen Schmied. Thalenberg hat nur einen Schleifstein. Ja, kein Händler in dem Sinne. Echt ein kleines Dorf. Schön, dich zu sehen. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Natürlich. Gute Arbeit, sehr gut. Es ist noch nicht vorbei. Offenbar gab es auf der Straße nach Rovna Ärger. Vermutlich haben die Hunde in einem Minenschacht in den Wäldern ein weiteres Lager. Gut, ich sehe mich dort um. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. Hm. Nur Krieger, nur Krieger. Lass mich raten, der Händler hat so gut wie keine Münzen. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Scher dich. Was hast du hier zu suchen? Ich suche euren Händler. Bleibt mal locker. Was ist denn der Händler? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Ach du Jemine. Vermögen des Händlers null. Er ist ja super. Was ist das denn für ein Händler? Warum kannst du nirgendwo handeln?
Ja, komm, dann können wir schon mal den ersten Step unternehmen. Da sind die Holzfäller. Ja. So, und jetzt begib dich zur Wegkreuzung mit der verfallenen Hütte. Ist das hier die verfallene Hütte oder geht es hier geradeaus? Da ist ein Lager. Hier ist eine Wegkreuzung. Wäre die einzige Wegkreuzung hier, oder? Oder eine verfallene Hütte. Das ist eine Alchemie. Okay, folge dem Weg bis zur nächsten Wegkreuzung und einer... bis hier wahrscheinlich. Okay. Wir reiten aber trotzdem mal einmal hier rein, vorsichtshalber. Kräuterweiber sind ja immer recht interessant. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Ich war beim Sabbat der Uschitzer Weiber. Und, wie lief's? Ach, die Herr, die muss ja auch noch Weiber haben einen Veitstanz aufgeführt, weswegen die Holzfäller dachten, es wären Hexen. Sie fuhren unter sie, wollten sie tothauen. Jesus Christus. Und wie ging es aus? Ich habe sie alle getötet. Getötet? Allmächtiger. Du hast die Männer getötet, die bloß nach dem Rechten sehen wollten? Ich hatte keine Wahl. Sie wollten die Hexen um jeden Preis töten. Mit denen war nicht zu reden. Es tut mir leid. Heilige Maria, Mutter Gottes, du weißt, dass ich's gut meine. Vergib mir und sei mir gnädig in meiner letzten Stunde. Und was dich betrifft, geh besser. Gott behüt dich. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Wieso denn? Es gibt nichts mehr, das du lernen könntest. Ich kann alles. Mach's gut. Die hat Gift. Gift und geht das andere auch? Rezept für Gift. Habe ich doch schon. Hä? Jetzt mal langsam. Oh. Halt dich von Vergiftung. Schützentrunk ist es nicht. Trank des Verderbens, den habe ich gebraut. Das ist aber kein Gift. Trank des Baden. Zornestrunk, Verdauungstrank. Katerbier. Anschreitrank. Retterschnaps. Ringelblumenaufguss. Lazarus-Elixier. Schnaps. Elixier des Aesop. Salbe. Liebestrank. Trank des Nachtfalken. Puppenmachertrank. Gift. Okay, es gibt einen Gifttrank. Ich habe den anderen gebraut. Wer Ratten und Straßenköter vergiftet oder
Wildködern. Ich habe nur das Wildködern gelesen. Ratten, Straßenköder vergiften oder Wildködern möge es mit diesem Trank versuchen. Er darf jedoch nicht getrunken werden und sollte gut als giftig gekennzeichnet werden, sodass niemand kostet. Du benötigst Öl, 2 Handvoll Einbeeren und 1 Handvoll Disteln. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Lass das Gemisch abkühlen. Gib die Einbeeren hinzu, aber lass das Gemisch nicht kochen. Nochmal Einbeere und Disteln. Das ist natürlich bitter. Ich hatte den Gifttrank die ganze Zeit hier drin. So, 1 Sanduhr-Umlauf. Es kocht. Jetzt lassen wir das Gemisch abkühlen. So, Einbeeren. 1, 2 geben wir hinzu. Eins, 2. Doch garantiert jetzt einen Fehler gemacht, oder? Du hast gebraut Gift. So, beim nächsten Mal sehen wir uns bei Kingdom Come Deliverance wieder und ich mache jetzt noch 3-4 Mal Gift. Bis dahin. Ciao, ciao.